In der Halle 5 auf dem Frankfurter Messegelände wird an den meisten Ständen noch gearbeitet. 12 Stunden trennen uns noch von der Eröffnung der 44. internationalen Automobilausstellung durch Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann. Ab morgen Vormittag werden Besucher aus wahrscheinlich aller Welt 11 Tage lang die neuesten Modelle Gelegenheit haben zu sehen. Die neuesten Modelle der wichtigsten der führenden Automobilfirmen. Und alles selbstverständlich, was mit dem Auto irgendwie irgendwo zusammenhängt. An die 1400 Aussteller aus 29 Ländern zeigen Autos und Zubehör. Darunter 59 Personenkraftwagenmodelle aus 10 Ländern. Wir wollen Ihnen heute Abend schon berichten, was es Neues gibt. Neue Fabrikate, neue Modelle und außerdem selbstverständlich auch Verbesserungen an schon bekannten Typen. Wir werden Ihnen Traumwagen zeigen, die an uns vorübergleiten gerade. Und andere, die Sensationen dieser Ausstellung, den C111 zum Beispiel oder den Opel DC. Im Vordergrund aber sollen Gebrauchswagen stehen, Autos, die Sie und ich uns leisten können und mit denen wir auf unseren überfüllten Straßen zurechtkommen müssen. Interviews mit Fachleuten zu Problemen, mit denen Autofahrer immer wieder konfrontiert werden, gehören selbstverständlich auch zu unserer Berichterstattung. Zunächst aber, meine Damen und Herren, Filmberichte, die unser Kamerateam in den letzten Wochen bei in- und ausländischen Automobilfirmen gedreht hat. Volkswagen, Riese unter Riesen, präsentiert als echte Novität nur diesen VW 181. Für Twents und Förster, falls sie 8.500 Mark haben. Auch die Bundeswehr soll kaufen. Hier aber die alten und zugleich immer neuen Modelle aus Wolfsburg. Verjüngt und in Details verbessert. So vor allem der 411. Nun mit dem Zusatz E. Fortschritte sind nicht nur auf der Teststrecke festzustellen, sondern auch auf normalen Straßen. Zwölf PS mehr als früher, jetzt also 80. Kein Vergaser, sondern Benzineinspritzung, elektronisch gesteuert, damit sparsamer und sportschneller. Doppelscheinwerfer mit Halogen, ausreichend der Kofferraum. Die Sitze sind körpergerecht, auch für die Fahrgäste im Fond. Der alte, der neue 411 im Sprinttest. 3 Sekunden eher ist der neue auf Tempo 100, Spitzengeschwindigkeit 155. Geräuschmessung im alten und neuen 411. Im E ist es zum Glück etwas leiser geworden. Er lässt sich jetzt ganz gut fahren, der große VW. Hinterachse verbessert, weniger ärgerlich bei Wind und brav auch bei Wasserdurchfahrten. Die Limousine und die Kombi-Version. Der Variant mit praktischer Hecktüre. Von den Verbesserungen abgesehen, gilt für den 411e das gleiche wie für den alten 411. Gut verarbeitet, gebrauchstüchtig, aber hausbacken. Ein Auto, das seine Kinderkrankheiten weitgehend überwunden hat. Nicht aufregend, solide, leicht zu bedienen, eben ein VW. Natürlich kein Käfer. Und nicht das, was übermorgen ein Volkswagen sein soll. Der Typ 130 ist das neue Flaggschiff des vielseitigen Fiat-Programms. Dieser erste Repräsentationswagen des italienischen Werkes erlebt auf der IAA seine deutsche Premiere. Das für den deutschen Markt interessanteste Modell ist allerdings nicht der 130, sondern der 128 genannte kleine Mittelklassewagen mit Quermotor und bei Fiat erstmals Vorderradantrieb. Er wird mit Sicherheit dem Wolfsburger Käfer das Leben schwer machen. Sein 1100 Kubikzentimeter Motor leistet 55 PS und gibt dem nur 750 Kilogramm schweren Auto ein sehr sportliches Temperament.
Ein Zahnriemen treibt die obenliegende Nockenwelle des Ventiltriebs und ein Elektromotor mit Temperaturschalter setzt den Kühlerlüfter nur dann in Betrieb, wenn er gebraucht wird. Das gibt kurze Warmlaufzeiten und eine rasch ansprechende Heizung. Die Quermotorbauweise ermöglicht unerwartet viel Innenraum. Das gibt dem Fiat einen weiteren deutlichen Vorteil. Die Ausstattung verzichtet auf jeden Luxus, ist aber ausreichend und ansprechend gemacht. Typisch für den 128 ist der lange Radstand bei verhältnismäßig knapper Gesamtlänge. Der große Abstand zwischen den Achsen ermöglichte auch die viertürige Version, die bequemen Einstieg bietet. Innenbreite, Sicht und Bewegungsfreiheit entsprechen Mittelklassevorstellungen. Der 128 fährt sich wie ein Sportwagen. Dazu federleicht und auch auf schlechten Straßen problemlos und sicher. So demonstriert er in überzeugender Weise die Vorzüge einer modernen Konstruktion. Höchstgeschwindigkeit mehr als 140 Stundenkilometer. Beschleunigung aus dem Stand bis Tempo 100 knapp 15 Sekunden. Der viertürige Wagen kostet 5.500, der zweitürige rund 5.200 Mark. Nicht mehr als ein VW-Käfer. Es ist eigentlich beschämend, dass bisher keinem deutschen Werk ein solcher Wurf gelungen ist. Fünf Leute gehen rein, mehr nicht. Aber die haben tatsächlich Platz und können bequem sitzen. Und der Kühlschrank kann auch noch mit. Renault 16. Vielzweckauto aus Frankreich. Nun auch mit Getriebeautomatik unter der Bezeichnung Renault 16 TA. Der Wagen hat ein praktisches Belüftungssystem mit Variationsmöglichkeiten. Das Getriebe kann man beim TA ruhigen Gewissens vergessen. Mit dem Wählhebel wird der Motor gestartet, Handbremse lösen, Gas geben und dann nur noch fahren. 1,6 Liter, 67 PS Frontantrieb. Der Renault 16 TA, großer Bruder des in Deutschland viel gekauften R4, lässt sich leicht chauffieren. Mit 19 Sekunden bis Tempo 100 wirkt er allerdings etwas behäbig. Auch die Spitzengeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern ist nicht gerade atemberaubend. Die Straßenlage jedoch, wie bei allen großen Renaults, ist vorzüglich. Auch wenn man sein Auto fährt, dass die Reifen rauchen, lässt sich der Renault 16 TA kaum umwerfen. Alle drei. Der Renault 16 TA, der normale R16 und der schnellere TS. Gebrauchstüchtige Fahrzeuge, wie geschaffen für den Massenverkehr auf unseren Straßen. Es ist noch nicht lange her, meine Damen und Herren, da war eines der häufigsten Gesprächsthemen die sogenannte Talsohle, die wir zu durchschreiten haben. Die Automobilindustrie war von der Wirtschaftsrezession besonders heftig betroffen. Es geht ihr wieder besser. Wie gut es ihr geht, das kann uns der Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie sagen. Ich grüße Sie sehr herzlich, Herr Dr. von Brumm. Wie viele Personenkraftwagen wurden in den ersten 8 Monaten dieses Jahres mehr produziert als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres? 27,7% war die Produktion höher als in den ersten 8 Monaten des vergangenen Jahres. Wenn man das aber bedenkt, muss man sich darüber klar sein, dass im vergangenen Jahre die Produktion noch nicht die Höhe hatte, die wir uns gewünscht hatten. Soweit ich informiert bin, stiegen die Produktionszahlen weitaus stärker an als die Zahlen im Exportgeschäft. Heißt das nun, dass in der Bundesrepublik zurzeit besonders viele Wagen gekauft werden, dass eine Kaufwelle herrscht? Ja, ich habe eben eine falsche Zahl genannt. Die Produktionssteigerung war etwa 19%. Und die Inlandsabsatzsteigerung war 27%.
Und dazu der Export dagegen nur 7%. Der Export war also wesentlich weniger gewachsen als der Inlandsabsatz. Das war aber nur natürlich, denn infolge der Talsohle, von der Sie selber gesprochen haben, war der Ausgangspunkt beim Inlandsgeschäft eben ein sehr unbefriedigender. In der Talsohle hatten wir im Inland ein schlechtes Geschäft. Auf dieses schlechte Geschäft, aufgefropft, ergibt sich, wenn man zu befriedigenden Ergebnissen kommt, ein sehr hoher Prozentsatz. In der gleichen Zeit, wo wir so schlechtes Inlandsgeschäft hatten, haben wir versucht, sehr viel zu exportieren. Wir sind also auf unverhältnismäßig hohe Exportzahlen gekommen. Und wenn wir von diesen hohen Exportzahlen ausgehen, dann sind einige zahlreiche Wagen sogar mehr, eben ein geringerer Prozentsatz, als wenn man von den geringeren Zahlen des Inlandsmarktes ausgeht. Die Automobilindustrie kann also zufrieden sein. Trotzdem hört man hier und da und leider recht häufig, nach dieser Ausstellung und nach den Bundestagswahlen würde die Automobilindustrie die Preise erhöhen, und zwar kräftig erhöhen. Sind diese Befürchtungen begründet, Herr Dr. von Brunn? Ich kann nur sagen, ich halte sie nicht für begründet. Zunächst mal, was die Bundestagswahlen angeht, da kann ich Ihnen ganz genau sagen, das ist einfach ein böswilliges Gerede. Mit den Wahlen hat das Ganze gar nichts zu tun, sondern der Preis entsteht auf dem Markt. Nicht der Generaldirektor einer Automobilfabrik macht einen Automobilpreis, sondern der Markt zeigt, was die Käufer für ein Automobil bewilligen wollen. Das muss man studieren und danach kann man den Preis machen. Die Kosten steigen zwar. Sie steigen durch die Tatsache, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, diese Streiks im Ruhrgebiet mit den Lohnsteigerungen, geradezu beängstigend. Das besagt aber noch lange nicht, dass deshalb die Käufer bereit sind, höhere Automobilpreise zu bezahlen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, können wir auch keine höheren Preise fordern. Also Sie glauben, Sie bleiben bis auf Weiteres stabil? Ich glaube, das dass die Preise... im Namen aller Autofahrer mit Freude zur Kenntnis. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Auskünfte, Herr Dr. von Brunn. Bitte sehr. Und ich übergebe an meinen Kollegen Dieter Knust. Sein Thema Zubehör. Zweifellos ein wichtiger Bereich der Automobilindustrie. Zubehör, Herr Kadenbach, gibt es auf der internationalen Automobilausstellung wirklich in Hülle und Fülle. In meinem kleinen Miniladen habe ich etwas zusammengestellt, um Ordnung in das Wirrwarr zu bringen. Beginnen wir mit Zubehör für den jugendlichen Kraftfahrer, für den Twen. Hier zum Beispiel für wenig Geld haben wir Klebebänder in Pop und Sportlook. Damit können wir die Fahrzeuge bekleben und sie ein wenig von den Alltagswagen unterscheiden. Ganz neu sind in Frankfurt farbige Halogen-Fernscheinwerfer und Nebelleuchten. Sportliche Automobilisten lieben auch einen Drehzahlmesser, den man nachträglich einbauen kann, oder ein solches Kombi-Instrument. Und dann natürlich ganz schnelle Lenkräder, die man auch nachträglich anbringen kann. Soweit, so gut. Wichtiger scheint mir das Sicherheitszubehör zu sein. Und da beginnen wir am besten hier mit den Spikes-Reifen, denn der nächste Winter kommt bestimmt. Lampen und Scheinwerfer, wie ich sie Ihnen vorhin zeigte, sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern sie sind auch Sicherheit. Sie bedeuten Sicherheit. Etwa diese Nebelschlussleuchte oder ein Rückwärtsscheinwerfer. Erwähnen möchte ich noch hier, wenn auch manche dagegen sind, diesen Feuerlöscher. Wenig Geld kostet diese kleine Gummiplatte, die auf die Pedalen geschoben wird, damit der Fuß nicht abrutschen kann bei Regenwetter. Gehen wir weiter im Sicherheitszubehör, dann gehört ganz sicher in jeden Wagen ein Kasten mit Ersatzbirnen, wie hier einer zu sehen ist. Nur wenn Sie die Ersatzbirnen einsetzen, bitte nicht am Glaskolben anfassen. Zum technischen Zubehör möchte ich hier das Batterieladegerät für zu Hause nur ansprechen, vom Werkzeug gar nicht zu reden, und für die Sicherheit auch noch diese beheizte Heckscheibe. Und ganz zum Schluss noch etwas für den Komfort. Ein Autoradio gehört dazu, fest einzubauen oder lose. Und zum Autoradio gehört die Antenne. Hier ist eine Antenne mit einem elektrischen Verstärkerelement. Das der kurze Ausflug in den Zubehörmarkt. Ich gebe zurück an Joachim Kadenbach. Vielen Dank, Dieter Knust, und Filmberichte wieder. Wir präsentieren Ihnen unter anderem, lassen Sie mich ruhig sagen, eine Rakete dieser Ausstellung, das Opel Diplomat Coupé.
Ein Wagen, der seinen eigentlichen Sinn noch gar nicht erfüllt, er fährt nämlich noch gar nicht, aber er erregt bereits die Gemüter der Fans. Der Programmfächer der Ford-Werke reicht vom bescheidenen Auto der unteren Mittelklasse bis zum repräsentativen Coupé. Das jüngste Modell der Kölner heißt 26M und soll den Namen Ford nun auch in wohlhabenden Kreisen salonfähig machen. Das Prestigemodell mit Halogen-Doppelscheinwerfern wird als viertürige Limousine geliefert und als zweitüriges Coupé, bei dem sich die Seitenfenster ganz versenken lassen. Man kann dann offen mit Dach fahren. Das Schiebedach gehört zur Grundausstattung dieses 125 PS Autos. Dass ein kunstlederbezogenes Dach besonders praktisch ist, konnte bisher niemand beweisen. Jedoch, es ist zurzeit bei vielen in Mode und der 26M hat es natürlich auch. Die Getriebeautomatik erleichtert das Fahren ebenso wie die hydraulische Lenkhilfe. Die Sitze hingegen sehen leider schöner aus, als sie es in Wirklichkeit sind. Ford hält noch immer am System der Couch mit Drahtfederkern fest. Sonst aber ist das Interieur von freundlicher Wohnlichkeit. Der 26M von Ford ist ein technisch konventionelles, aber solides und bequemes Auto. Sein Sechszylindermotor läuft erfreulich leise und man kann von ihm erfahrungsgemäß eine gute Wirtschaftlichkeit erwarten. Was die Ausstattung betrifft, so dürfte es nur wenige Modelle anderer Hersteller geben, die an das Ford-Angebot herankommen. Zumal alle sogenannten Extras im Wert von sicherlich 2000 Mark bei Ford bereits im Preis von rund 13.000 Mark inbegriffen sind. NSU bringt auf der Automobilausstellung nichts Neues. Bis auf kleine Ergänzungen, von denen der RO80 ebenso profitiert wie zum Beispiel der NSU TT, beliebt vor allem bei jungen Fahrern. Mit rund 6.300 Mark liegt er für den Normalverbraucher noch im Bereich des Möglichen. NSU steht auf dem Standpunkt, dass der Antrieb dorthin gehört, wo auch der Motor ist. Bei dem TT bewirkt das eine leichte, allerdings gut kontrollierbare Übersteuerungstendenz. Wer diesen Tiefstapler mit 65 PS beherrscht, fährt ihn auf den Zentimeter genau. Direkte Lenkung, problemloses Fahrverhalten und ein Wendekreis von knapp 10 Metern machen ihn zu einem praktischen und wendigen Auto. Der Komfort tritt gegenüber der Sportlichkeit in den Hintergrund. Die kompakten Abmessungen erlauben, im Stadtverkehr die kleinste Parklücke auszunutzen. Unbedingt zuverlässig sind die Bremsen. Dass der luftgekühlte Vierzylinder lebendig ist, kann man, wenn man will, an jeder Kreuzung beweisen. Einst brachte Opel alle ein bis zwei Jahre neue Modelle auf den Markt. Das ist vorbei. Die heute gepflegte Modellkonstanz fördert unter anderem den Wiederverkaufswert und das freut vor allem den Kunden. So wartet Opel bei seinen serienmäßigen Wagen vordringlich mit Detailverbesserungen auf. Beispiel dafür ist dieser Admiral E mit automatischem Getriebe und elektronischer Einspritzung. Doch der Computer, der das Benzin des 165 PS Sechszylinders richtig zu dosieren hilft, muss bei jedem Defekt komplett ausgewechselt werden. Das kostet Zeit und Geld. Von der Starrachse zur De Dion-Hinterachse. Ein großer Sprung der Opel-Techniker. Das Führungsrohr verbindet die Räder und sorgt für konstante Spur, Vorspur und Sturz. Ein Dreieckslenker hält die Seitenführung stabil und Längslenker nehmen Schub- und Bremskräfte auf. Die Scheibenbremsen sind belüftet, wie Luftschlitze zu erkennen geben. Die Fahreigenschaften des Admirals, der rund 16.000 Mark kostet, sind deshalb besser als je zuvor.
Selbst auf schlechtestem Untergrund hat man den Wagen im Griff. Die Scheibenbremsen mit Zweikreisbremssystem und Bremskraftverstärker sind zuverlässig. Die der Dion-Hinterachse lässt ein Ausbrechen des Wagens kaum zu. Überhaupt ist die gesamte Konzeption des großen Opel auf Sicherheit abgestellt. Die Windschutzscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas ist so tief in die Karosserie eingebettet, dass Fahrer und Beifahrer selbst bei einem schweren Aufprall nicht mit dem Gesicht in eine Glaskrümelfront fallen können. Zu sehen, aber noch nicht zu kaufen, ist dieser Opel GT Roadster. Man nennt ihn Aero GT, denn er ist luftig zu fahren. Das Kunststoffdach ist schnell im Heck untergebracht. Wer dann immer noch zu wenig Frischluft hat, kann die Scheiben an den Luftschlitzen im Überrollbügel aufmachen. Das Heckfenster ist automatisch zu öffnen und zu schließen. Welchen Motor dieser Roadster, wenn er überhaupt in die Serie geht, bekommen soll, ist auch noch unbekannt. Bestimmt wird er nicht weniger als 90 PS haben, eher sogar mehr als 100 PS und natürlich elektronische Benzineinspritzung. Dem VW Porsche könnte dieser Roadster das Leben schwer machen und vielleicht auch manchen anderen Sportwagen dieser Klasse. Styling-Studio der Opel-Werke. Hier wird die nächste und übernächste Generation der Rüsselsheimer Autos geplant. Augenblickliche Hauptattraktion ist das Diplomat-Coupé. Vergangenheit und Zukunft von Opel auf einen Blick. So soll das Diplomat-Coupé einmal aussehen. Flach wie eine Flunder, ohne Türen und mit viel Glas. Als Triebwerk dient der 230 PS V8 Motor des Diplomat. Das Fahrwerk ist sportlich getrimmt, entspricht aber dem der Limousine. Die Scheinwerfer liegen in der Karosserie. Wie bei einem Düsenjäger wird zum Einsteigen das Dach aufgeklappt. Das Cockpit ist übersät mit Armaturen, einschließlich Höhenmesser. Und zwischen den großen Sitzen befindet sich ein Schaltpult mit Telefon. Lenksäule und Pedale können entsprechend der Größe des Fahrers verstellt werden. Dieses Diplomat-Coupé ist bisher nur eine Modellstudie, die aber den sportlichen Weg der Opel-Entwicklung in den kommenden Jahren bereits andeutet. Die Experimentierfreudigkeit der Konkurrenz auf dem sportlichen Sektor lässt auch die Rüsselsheimer nicht zur Ruhe kommen. Für eine Halle recht zügig, so würde ich sagen. Aber dennoch, mit gemäßigter Geschwindigkeit kommt jetzt gleich ein Gast auf uns zu. Ein Gast, der Tag für Tag am Lenkrad schneller Wagen sitzt. Hannelore Werner, eine der wenigen Frauen in Deutschland, die Rennen fährt. Ich grüße Sie herzlich und ich begrüße auch gleichzeitig Fritz B. Busch, unseren Zuschauern, den meisten jedenfalls, als Automobilfachjournalist bekannt. Seien Sie beide herzlich willkommen. Fräulein Werner, wie lange fahren Sie eigentlich schon Rennen? Also Rennen fahre ich seit 1963 und ein Jahr vorher habe ich mit Rallyes angefangen. Und welches war Ihr letztes großes Rennen? Mein letztes großes Rennen war die 24 Stunden, die habe ich gewonnen. Und in der Formel V Damenmeisterschaft liege ich vorne im Europapokal. Haben Sie den Europapokal? Nein, noch nicht, da ist jetzt noch ein Lauf zu fahren. Ein Lauf in diesem Jahr, wann steht der bevor? Ja, der ist im Oktober. Da sage ich gleich toi toi toi, das Danke. Liegt ja also direkt vor Ihnen. Respektieren Sie eigentlich Ihre männlichen Kollegen, erkennen die Sie alle an? Ach ja, schon. Ach ja, schon. Doch, man musste sich erst ein bisschen durchbeißen, aber doch jetzt schon. Herr Busch, beziehungsweise Frage an Sie beide. Immer mehr Automobilhersteller, die bisher für solide Wagen bekannt waren, bemühen sich in letzter Zeit, ins Sportwagengeschäft und ins Geschäft mit Pseudosportwagen zu kommen. Herrscht bei uns eigentlich das Rennfieber?
Ja, also bei aller Liebe zum Automobil, ich muss schon sagen, ich finde, dass man heute den Sportwagen doch reichlich überbewertet. Schauen Sie sich hier die Neuerscheinungen an. Es sind doch überwiegend Sportwagen oder sehr sportliche Wagen. Und schauen Sie dann raus auf die Straße, dann fahren solche Autos überwiegend Kolonne. Ich bin der Meinung, da ist irgendwo ein Denkfehler vorhanden, den man korrigieren müsste. Ich weiß nicht, wie unsere Sportfahrerin drüber denkt. Hören Sie dem zustimmen? Ja, vollkommen. Vollkommen. Ja. Es ist ja immerhin ein Unterschied. Und ich finde überhaupt, dass der Begriff vom Sportfahren sehr missbraucht und missverstanden wird. Hannelore Werner zum Beispiel und auch ich, wir müssen von Berufswegen sehr schnell fahren können. Und da genügt es nicht, dass man Gas geben kann. Sehen Sie, darauf wollte ich hinaus. Ja. Sie beide sind es gewohnt, Wagen mit starken Motoren zu fahren. Wenn nun aber Fahrer, die bisher, sagen wir, mit 34 PS dahin zuckelten, sich plötzlich mit 80 PS zu kleinen Rennfahrern entwickeln, ohne das notwendige Können zu besitzen, muss man da nicht ein bisschen schwarz sehen für den Verkehr auf unseren Straßen und Autobahnen? Was gilt es grundsätzlich zu beachten, wenn man von einem langsamen Wagen auf einen schnellen Wagen umsteigt? Fräulein Werner? Oder? Ja, also ich würde sagen, man muss sich erst langsam an diese PS herantasten. Man sollte nicht sofort losbrausen. Man überschätzt sich da sehr leicht, weil diese Autos doch eine verhältnismäßig gute Straßenlage haben. Und dann plötzlich merkt man in der Kurve, oh verdammt, ich bin zu schnell, nicht? Und dann ist man draußen. Und Sie sind sehr leise, stelle ich fest. Sie könnten ruhig ein klein bisschen lauter sein, weil hier ja, wie ich sagte, noch in der Halle gearbeitet wird. Sie sind ein sehr zurückhaltendes, wenn auch sehr schnelles Mädchen. Herr Busch, was können Sie sagen? Ja, ich gehe sogar noch weiter. Ich sage, jedes Umsteigen von einem Auto zum anderen erfordert, dass man sich erst herantastet an den neuen Wagen. Auch im Grunde, wenn er gar nicht mal stärker ist, denn jeder Wagen hat seine Eigenschaften. Und es neigen heute sehr viele Leute dazu, es als Mut aufzufassen, wenn sie in irgendein Auto einsteigen und gleich volle Pulle und los, nicht wahr? Und was oft heute Mut genannt wird, ist weiter nichts als schlichte Dummheit. Das gilt für jeden Fahrer, für beide Geschlechter. Haben Sie noch einen kleinen Tipp für die Damen vielleicht? Ja, ich würde sagen, dass die Automobilsteller ein bisschen mehr an die Hausfrauen denken sollten, wenn die mit dem Auto in die Stadt fahren und einkaufen wollen. Dass sie irgendwo die Einkaufstasche fest reinstellen können. Denn sonst fliegt alles durcheinander in der nächsten Kurve. Dann fallen die Äpfel, dann die Birnen, alles fliegt durch den Wagen. Kleiner Tipp an die Adresse der Produzenten. Ja, ich möchte mich von Ihnen verabschieden, Fräulein Werner. Gute Fahrt im Oktober. Wir sehen uns ja gleich noch. Und wir, meine Damen und Herren, wollen uns jetzt gemeinsam wieder Autos vorführen lassen. Den VW Porsche unter anderem. Der von vielen heiß erwartet wird. Aber bitte denken Sie immer an die Ermahnungen unserer beiden Profis. Auch der schnellste Wagen sieht nicht mehr gut aus, wenn Sie ihn zu Schrott gefahren haben. Von Ihnen selbst ganz zu schweigen. Porsche als Vater und das Volkswagenwerk als Mutter. Vom jetzt präsentierten gemeinsamen Kind mit Namen VW Porsche hatten viele seit langem geträumt. In manchem werden die Erwartungen auch nicht enttäuscht. Die äußere Form und viele sinnvolle Details, wie das abnehmbare Dach, können sicherlich zu einem Flirt mit diesem Auto verführen. Der Motor wurde genau in der Mitte des Wagens eingebaut, sitzt vor der Hinterachse und sorgt für eine ideale Schwerpunktlage. Zwei Nachteile sind allerdings damit verbunden. Der Motor ist nur schwer von oben zugänglich. Und die bei vielen Sportwagenmodellen üblichen Notsitze entfallen völlig. Der VW Porsche ist ein echter Zweisitzer. Beim VW Porsche bestechen die hervorragenden Fahreigenschaften. Scheibenbremsen ringsum, ein Zweikreisbremssystem und Bremskraftverstärker dienen der Sicherheit. Dazu kommt je ein Kofferraum vorn und hinten mit insgesamt 450 Liter Gepäckraum. Bei der 110 PS Ausführung mit dem Sechszylindermotor des Porsche 911 befriedigt auch das Beschleunigungsvermögen und die mit mehr als 200 Stundenkilometern ausreichende Spitzengeschwindigkeit. Für rund 19.000 Mark kann man allerdings auch einiges verlangen. Bei der 80 PS Version mit dem VW 411 Einspritzmotor darf man die Fünfgangschaltung nicht zur Ruhe kommen lassen, wenn man in 13 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen will. Auch die Spitzengeschwindigkeit mit 177 Stundenkilometern ist für einen Sportwagen nicht gerade außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist der Preis. Man muss immerhin fast 12.000 Mark hinlegen. So war der schnell gefundene Spitzname Volksporsche gemessen an den tatsächlichen Einkommensverhältnissen völlig aus der Luft gegriffen.
Autos von 40 bis 80 PS. Aus Frankreich. Von Simca. Viel Technik, viel Komfort und sparsam auch in der Mittelklasse. So der Simca 1100, Modell 1970. Ein echter Familienwagen. Viel Raum für die Koffer, vier seitliche Türen und eine im Heck. Innen ist es ein wenig zu eng. Dafür bringt aber der 1,1 Liter Motor 60 PS. Die Federung kann als Paradebeispiel für diese Preisklasse gelten. 140 Kilometer pro Stunde rennt dieser kompakte Franzose. In 17 Sekunden kommt er aus dem Stand auf Tempo 100. Reiseverbrauch zwischen 9 und 11 Liter super. Die Armaturen, endlich rund geworden, erleichtern das Ablesen. Verbessert auch die Lenkung. Sie präsentiert sich jetzt fein gedämpft. Sehr gut die Sicht nach allen Seiten. Sitze bequem und körpergerecht. Lobenswert die Schaltung, nicht aber das Bremspedal. Es braucht zu viel Kraft. Das Fahrverhalten, bedingt durch den Vorderradantrieb, ist einwandfrei. Nur der Wendekreis ist mit 11 Metern noch immer viel zu groß. Sonst aber ein überzeugendes Auto für sparsame Menschen. Auch abseits der Straße noch sportlich zu fahren. Preis dieser Ausführung knapp 7000 Mark. BMW geht der Ruf voraus, betont sportliche Autos mit bürgerlichem Anstrich zu bauen. Neues Flaggschiff der Bayerischen Motorenwerke ist das 2800 CS Coupé. Gemessene Beschleunigung von 0 auf 100, 9,1 Sekunden. Die Karosserie wird als Sonderanfertigung bei Karmann gebaut und fällt damit aus dem von BMW praktizierten Baukastensystem heraus. Ausgezeichnet ist die Spurhaltung bei einer Vollbremsung aus 100 Stundenkilometern. Selbst wenn man beide Hände vom Lenkrad wegnimmt. Doppelscheinwerfer mit Halogenlampen ergeben bei Nacht ein überdurchschnittlich gutes Licht. Für ein 4,66 Meter langes Auto ist der Wendekreis von 10,5 Meter angenehm klein. Die 170 PS stecken in dem Sechszylindermotor und verleihen dem Coupé eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km in der Stunde. Das Coupé wird auf Wunsch auch mit automatischem Getriebe geliefert. Leider fehlen bei diesem 23.000 Mark Auto serienmäßige Kopfstützen. Die Güte des BMW-Fahrwerkes ist bekannt. Unebenheiten der Fahrbahn werden mühelos geschluckt. Stets griffbereit, der Werkzeugkasten im Kofferraumdeckel. Formschön, schnell und elegant, das ist das BMW 2800 CS Coupé. Ob BMW bei diesem Modell seine traditionellen Schwierigkeiten mit der Lackierung überwunden hat, das werden erst die nächsten Jahre zeigen. Jeder Wagen, der hier auf dem Frankfurter Messegelände ausgestellt ist, kann eines Tages so aussehen wie dieser. Und spätestens in der Werkstatt überlegt man dann, hätte ich nicht vielleicht auch beim Kauf die Ersatzteil- und Reparaturpreise einkalkulieren sollen? Eine Frage, die man sich rechtzeitig stellen soll. Wir haben von der technischen Abteilung des ADAC Herrn Hinze zu uns gebeten, Herr Peter Hinze. Sie haben eine vergleichende Aufstellung der Ersatzteil- und Reparaturkosten bei den verschiedensten Marken anhand eines Modellunfalles erarbeitet. Von welcher Ausgangsbasis gingen Ihre Überlegungen aus? Wir haben den häufigsten Modellunfall, den häufigsten Unfall im Straßenverkehr bei dieser Aufstellung zugrunde gelegt. Das ist der, dass ein Auto auf einen stehenden Vordermann auffährt. Er versucht im letzten Moment noch auszuweichen, er bremst und beschädigt dabei meist den linken oder rechten Teil des Wagens. Und hier sind dann in der Regel die Motorhaube, der Kotflügel, das Frontblech, das Kühlergrill,
wie man das hier auch an diesem Auto sieht, beschädigt. Und diese Teile haben wir zusammengefasst und haben dann den Arbeitsaufwand und die Lackierungskosten hinzugerechnet, um zu sehen, was kostet jetzt das insgesamt. Wir haben uns für diese Sendung für einen Vergleich von 10 vielgefahrenen Modellen entschieden. Und zwar von Wagen der Mittelklasse. Wie sieht es hier aus, Herr Hinze? Können Sie uns das vielleicht anhand der Grafiken erläutern? Wir haben das hier in einzelne Gruppen aufgeteilt. Zunächst haben wir in der ersten von 400 bis 500 Mark den Mercedes 200, 220 und den VW 411. Wir kommen hier auf 446,80 Mark und bei dem 411 auf 494,69 Mark. In der zweiten Gruppe haben wir dann von 500 bis 600 Mark den Audi Super 90, den Fiat 125, den Opel Rekord, den Ford 17M. Dann von 600 bis 700 Mark den Renault 16, von 700 bis 800 Mark den BMW 2002 und von 800 bis 900 Mark den Peugeot 404. Dann von 900 bis 1000 Mark den Simca 1501. Man sieht hier, dass der Simca in den Ersatzteilkosten am höchsten mit 926,80 Mark liegt. Und das ist die Aufstellung im Einzelnen, die Sie erarbeitet haben. Reparatur, Kosten und Löhne zusammengerechnet. Genau, das sind jetzt die Gesamtkosten. Die setzen sich zusammen aus den Ersatzteilen, die wir vorhin gesehen haben. Dazu kommt die optische Vermessung, ein sehr wesentlicher Punkt, ganz klar der Arbeitsaufwand. Und die Lackierung. Können wir die innerhalb einer Minute noch durchgehen? Kurz, knapp, zügig? Ja, wir haben hier also von 800 bis 1000 Mark den Mercedes 200, 220 und den Ford 17M. Ist also sehr günstig. Diese Preise verstehen sich natürlich alle ohne Mehrwertsteuer. 11% werden noch hinzuzurechnen. Ja. Von 1000 bis 1200 Mark haben wir den Audi Super 90, den VW 411, den Renault 16, Opel Rekord. Dann den von 1200 bis 1400 Mark, Fiat 125, von 1400 bis 1600 Mark, den Peugeot 404 und den Simca 1501. Und dann zum Schluss den BMW 2002 mit 1630 Mark 20 plus Mehrwertsteuer. Das wären unsere 10 Wagen der Mittelklasse. Ich bedanke mich für Ihre Auskünfte, Herr Hinze. Sollten Sie einen Wagen fahren, der sich durch hohe Reparaturkosten auszeichnet, dann ärgern Sie sich nicht, sondern denken Sie lieber daran, wenn Sie demnächst mal wieder einen neuen anschaffen. Wir zeigen wieder neue, das Geschoss aus Stuttgart, der C111 ist darunter. Die gute Umsetzbarkeit der Pferdestärken vom Motor auf die Straße, Frontantrieb und viele andere erfreuliche Eigenschaften haben dem Audi zahlreiche Freunde und lange Lieferzeiten gebracht. So wird auch die neue, das heißt die zweitürige Version des Audi 100 LS, sicherlich Anklang finden. Vor allem bei Leuten, die ihren Kindern im Fond zutrauen, auch den raffiniertesten Türverschluss im ungeeigneten Moment zu öffnen. Außerdem wirken auf manche Autofahrer zwei Türen eleganter als vier. Der Preis des sonst unveränderten Modells fast 9000 Mark. Einen echten Leckerbissen bieten die Ingolstädter für alle jene, die Familie haben und dennoch gern sportlich fahren wollen. Das Audi 100 Coupé ist ein echter Viersitzer und trotzdem der Gattung Sportwagen zuzuzählen, auch wenn die Linienführung echten Fans zu wenig rassig, zu weich erscheinen mag.115 PS machen das Coupé zu einem schnellen Auto. In knapp 10 Sekunden kann man von 0 auf 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 Stundenkilometer, der Preis bei rund 12.000 Mark. Zweikreisbremssystem, Scheibenbremsen vorne und Bremskraftverstärker sorgen für Fahrsicherheit. Ungewöhnlich für einen Sportwagen, der große Kofferraum. Verstellbare Kopfstützen als serienmäßige Zugabe und Beinfreiheit auch auf den hinteren Sitzen machen das Coupé noch attraktiver. We'll be right back.
Auch das Armaturenbrett und das verstellbare Lenkrad zeigen, dass man in Ingolstadt Autos für den Kunden und nicht nur für den Katalog baut. Der Audi 100 Coupé, ein Auto für Leute, die sportlich und bequem fahren wollen. Vor genau 10 Jahren legte der Mini den Grundstein zu einer neuen Schule europäischen Automobilbaus. Inzwischen hat sich die Familie der Austin und Morris vergrößert, alle nach dem gleichen Rezept gebaut: Quermotor, Frontantrieb und Einzelradfederung. Der jüngste Bruder des Mini nennt sich Austin Maxi. Er hat einen 1,5 Liter Vierzylindermotor mit oben liegender Nockenwelle und 68 DIN PS-Leistung. Auch der Maxi erhielt die Hydrolastik-Verbundfederung, bei der ein Gemisch aus Wasser und Alkohol den Ausgleich besorgt. Es ist ein äußerst robustes System, dem schlechte Straßen kaum etwas anhaben können. Fahrsicherheit und Straßenlage sind so erfreulich, dass man sich mehr als die gebotene Leistung wünscht. Die Kraftübertragung kommt durch ein Fünfganggetriebe mit Mittelschaltung. Der Maxi erhielt eine reine Zweckform. Er ist mehr auf praktische Eigenschaften angelegt als auf Geltungsnutzen. Er soll ein Gebrauchswagen für die Familie sein. Man kann mit ihm ebenso 5 Kisten befördern, wie zu 5 vornehm ins Theater fahren. Der besondere Pfiff des Maxi ist seine Vielseitigkeit bei maximalem Nutzraum. Er ist Limousine, Kombiwagen und Schlafkabine in einem. Mit wenigen Handgriffen ist er jeweils rasch verwandelt. Zum Beispiel in einen Kombi mit einer Ladefläche von 1,4 x 1,3 Meter und 400 Kilogramm Tragkraft. Sie haben zu große Brille. Schwenkt man die Lehne nach rückwärts und klappt unter dem Sitzkissen eine Stütze aus, entsteht ein fast 2 Meter langes Doppelbett. Wer auf der Reise kein Hotelzimmer mehr findet, ist mit einem Maxi also gut dran. Der Preis für den Austin Maxi liegt bei 8.860 Mark. Das ist viel Geld. Aber die Vorzüge des Maxi lassen viele darüber hinwegsehen. So erlaubt es der Autobahngang, mit diesem Wagen stundenlang Vollgas zu fahren. Man kann den Motor nicht überdrehen. Dafür ist er im 4. Gang mit 150 Stundenkilometern auch schneller als im 5., indem er es auf 140 bringt. Insgesamt ein klug gemachtes Auto, das viel zu bieten hat. Daimler-Benz. Sicherheit und Solidität geprüft in Dauerversuchen. Eigenschaften, die man auch bei den Neuerscheinungen stillschweigend voraussetzen darf. Das sind die neuen Mercedes-Modelle 3,5 Liter, der 300 SEL, das 280 SE Cabriolet und das 280 SE Coupé. Der 300 SEL wird ausschließlich mit dem 3,5 Liter V8 Einspritzmotor geliefert, wogegen Coupé und Cabrio auf Wunsch auch weiterhin mit dem 2,8 Liter Motor zu haben sind. Der V8-Motor zeichnet sich vor allem durch seine Laufruhe aus. Leistung 200 PS bei 5800 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit, je nach Getriebe, 205 bis 210 km in der Stunde. Den Unterschied zwischen dem 2,8 Liter Motor und dem neuen 3,5 Liter V-Motor erkennt auch der Laie sofort. Äußerlich unterscheiden sich die neuen Typen von der alten Version durch eine niedrigere und breitere Kühlerfront. Die Servolenkung von Daimler-Benz kann für sich in Anspruch nehmen, die beste zu sein, die zurzeit auf dem Markt ist. Sie lässt sich mit einem Finger bewegen. Die Eingelenk-Pendelachse bleibt den 3,5 Liter Typen erhalten. Sie wird unterstützt durch die hydropneumatische Ausgleichsfeder mit Niveauregulierung. Der Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen ist überdurchschnittlich. Trotz Servolenkung geht der Kontakt zur Straße nicht verloren, wie dieser Schleudertest beweist. War der 300 SL zu seiner Zeit schon ein außergewöhnliches Auto, so wird der Dreischeibenwankel der C111 eine der wenigen Sensationen der diesjährigen Automobilausstellung sein. Zu kaufen ist dieses Auto nicht.
Es dient, ähnlich dem Opel Diplomat Coupé, lediglich als Versuchsfahrzeug. Mit dem C111 soll einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, einen Blick hinter die Kulissen der Versuchs- und Entwicklungsabteilungen zu werfen. Die Kunststoffkarosserie ist auf Windschlüpfigkeit angelegt, Lampen zum Ein- und Ausfahren. Das gesamte Armaturenbrett ist blendfrei, die Sitze reichen bis in Kopfhöhe. Einspritzpumpe und Transistorzündung unterscheiden diesen Wankelmotor von den bekannten Konstruktionen. Zwei Kraftstofftanks von je 60 Liter sind in den Rahmenlenksträgern untergebracht. 280 PS bei 7000 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit ca. 260 Stundenkilometer. Beschleunigung von 0 auf 100 in ca. 5 Sekunden. Der Dreischeibenwankelmotor ist noch nicht die Endstation. Es darf vermutet werden, dass bereits ein Vierscheibenwankelmotor bei Daimler-Benz im Versuch läuft. Seit vielen Jahren, Fritz B. Busch, verfolgen Sie die Entwicklung im Automobilbau und Sie haben auch bereits einen ersten Rundgang über die diesjährige Ausstellung hinter sich. Lassen Sie uns doch einmal etwas ganz Verrücktes machen. Lassen Sie uns ein Resümee ziehen, ehe die Ausstellung überhaupt begonnen hat. Gibt es Sensationen, wirkliche Sensationen auf dieser Ausstellung? Es gibt Sensationen im etwas negativen Sinne von Sensation. Es gibt viele Hingucker, wenn ich das so sagen darf, die im Grunde keine praktische Bedeutung für den durchschnittlichen Autokäufer haben. Ich persönlich habe das Gefühl, es gibt zu viele Hingucker. Und das kennzeichnet diese Ausstellung etwas. Natürlich baut man gern das, womit die Leute gern spielen möchten. Aber zum Glück baut man nicht nur das. Ich habe festgestellt, dass die innere Sicherheit doch immer mehr ihrer Verwirklichung entgegengeht. Man gibt sich da sehr viel Mühe, soweit das überhaupt noch realisierbar ist. Es kommt darauf an, ob ein Wagen groß oder klein ist. In einen kleinen, etwas beengten Wagen kann ich nicht so viele Sicherheitsdetails einbauen wie in einen großen, auch teureren Wagen. Das könnte vielleicht eine Tendenz sein, die sich hier abzeichnet. Leider habe ich auch eine etwas drübere Sache zu berichten. Die Fließbänder laufen heute sehr schnell. Der Autoboom ist wieder da, die Leute haben Geld. Und mit der Qualität ist es nicht mehr gar so weit her. In einer Zeit, in der unsere Autos, in der die Werkstätten keine Zeit mehr für unsere Autos haben, müssen diese Autos öfter in die Werkstatt. Und das finde ich ein bisschen bedrohlich. Negatives und Positives gemischt. Ja. Dennoch, diese Ausstellung soll erst einmal laufen. Aber trotzdem ein Blick voraus. Die nächste Ausstellung findet bereits in einem neuen Jahrzehnt statt. Ja. Was glauben Sie, zeichnen sich für Tendenzen für die 70er Jahre ab? Zum Beispiel, dass wir kompakte, wendige, mühelos bedienbare Autos brauchen. Und unter kompakt verstehe ich nicht nur, dass sie klein sind, sondern dass sie bei ihrer Kleinheit, also ihrer Passgenauigkeit, auch innengeräumig sind. Es gibt hier ein gutes Beispiel, leider ist es kein deutsches. Darf ich eine Marke nennen? Ich glaube, wir müssen sowieso schließen und damit habe ich nicht nur Werbung verhindert, wunderbar, sondern ich bedanke mich also mit diesem Ausblick in die 70er Jahre. Mit dem, das schreibt die Sendezeit vor, müssen wir uns und möchten wir uns von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen natürlich nur einiges von dem zeigen können, was hier in Frankfurt ausgestellt ist. Aber ich glaube, einen kleinen Überblick haben Sie bekommen. Wenn Sie können, wenn Sie Zeit, wenn Sie Lust haben, sehen Sie sich die IAA selber an. Es lohnt sich. 1000 Autos stehen zur Besichtigung und zur Probefahrt für Sie bereit und bieten Ihnen die Möglichkeit, bis zum 21. September die Möglichkeit wie nirgends sonst zu vergleichen. Verlassen Sie sich nicht nur auf die Werbung. Mit den Automobilfirmen ist es ähnlich wie mit den Waschmittelerzeugern. Jeder preist sich als den Besten, verständlicherweise. Ja, aber die Entscheidung, die liegt bei uns, bei Ihnen, beim Verbraucher. Gute Wahl beim nächsten Kauf und auf Wiedersehen. Guten Abend.